Ja, ich gehe heute, bevor wir die Quest hier weitermachen, mal ein bisschen auf Schatzsuche hier rundherum um Armag. Also geplant ist so der Weg ungefähr. Mal schauen. Oh, komm, hier sind noch eine ganze Menge. Ich würde mit den zwei großen hier anfangen. Und dann mal schauen, wie weit ich komme. Der ist es ja direkt hier. Und ich denke, beim nächsten Mal mache ich dann nochmal mit der Quest weiter. Da ich aber heute wieder ein bisschen an der Zeitmangel leide und bei den Quests immer so schwer abzuschätzen ist, ob die eher kurz oder eher lang sind. Eher mal so, das kann ich ein bisschen besser steuern. Okay, da unten ist einer. Echt, ich kann hier nicht animieren. Was soll denn das? Ah, jetzt. Ah, jetzt. Hust, hust. Oh, und wieder ein Opal. Den muss ich mal irgendwann umtauschen. Eintauschen. Sieht an sich einfach aus, aber ist es bestimmt nicht. Ich schätze mal, ich muss hier rein. Kleidung. Wie ich komme zu dir. Okay. Eine Puppe. Das war ja viel einfacher wie gedacht. Die 10 Schriften. Achso, da geht's nicht hoch. Verdammt. Die falsche Richtung, du sollst in die Richtung. Okay, das sah recht kompliziert aus, aber wir sind draußen. Sehr schön, das war das erste Ziel, wo immer das hier genau ist. Keine Ortsbezeichnung, ich nehme erst den. Komm schon. So weit weg. Aber da unten liegt mein Boot, da kann ich bestimmt ein bisschen segeln. Aha! Bruder! Ist der Segel? Vielleicht kann ich das Ding sogar plündern mit der ganzen Mannschaft. Das könnte natürlich auch sein. Okay. Kein Blindern-Symbol. Na, lass die mich vom Schiff runter, oder was? Der hat mich schon erwischt.
Was zur Hölle? Ja, ich bin auch, ich weiß auch, was das heißt. Mist! Hör die nicht so an. So, auf jeden Fall reichlich Leder. Oh, hier sind sogar mehr Schätze. Okay, wo ich das Ding finde, weiß ich. Weiß nur nicht, wenn es wieder auftaucht. Ah, da ist noch eins. So, kleinen Moment. Wichtige WhatsApp bekommen. So. Oh, ein Buch des Wissens. Irischer Wolfshund. Okay, was macht denn die Verbesserung? Da unten ist er. Verbesserung, dein Wolfshund beschützt dich länger. Ich wechsle einfach mal den Axtwurf. Den habe ich eh nicht ganz so häufig verwendet. Nur mal schauen. Noch ein Opal. Sehr schön. Und noch ein Opal. Ja, das ist deins, ich laufe uns hier. So, wo war denn jetzt der Schatz? Da drin? Luxusgüter. Okay, ich glaube, dann war es das hier. Lege ich hier los. Das glaube ich ganz gut. Ich gehe schnellweise hin. Kann ich auch gleich mal gucken, ob ich da noch was bauen kann. Bin ich so müde, das gibt's doch gar nicht. So, das ging ja mal recht flott. Ist doch dich oder nicht dich schon fertig? Doch. Hier habe ich tatsächlich anscheinend schon alles gebaut. Dann einmal da lang. Oh, ich glaube, da darf ich ein bisschen metzeln. Es nebelt.
Gibt's echt keine Gegner? Okay. Was? Wo kommt ihr denn jetzt her? Im Hinterhalt! Nette Sache. Sehr schön. Und noch einer. Weichei. Okay. Das war's dann hier schon, oder was? Sieht ganz so aus. Das mit dem Hinterhalt fand ich auch eigentlich ganz cool. Den Weg lang wären wir jetzt, glaube ich, zu umständlich gewesen. Okay, das scheint ein verfluchtes Gebiet zu sein. Oh, tollwütiger Wolf. Bald mal schön deine Tollwut. Nee. Was, nicht mal Fell oder sowas? Nee. Okay, hier ist eine Truhe. Was haben wir denn hier? Deswegen sind wir wahrscheinlich hier. Schatzhautkarte eingesammelt. Die muss ich irgendwann auch mal noch alle machen. Und Kleidung. Kleidung. Nö. Okay. Was ist das denn? Egal. Was? Hier treiben sich böse Geister. Tullak. Ach genau, hier war ich ja schon mal und haben mir dann gesagt, da hebe ich mir das Dings auf. Okay. Jetzt hast du gedacht, hier muss ich irgendwie durchschießen oder so, aber nee. Das sieht gut aus. Okay, also doch nochmal auf die andere Seite. Da muss ich doch da reinschießen.
Ja, über. Endlich gefunden. Sehr schön. Weg damit. Na, ich stehe natürlich mitten in der Falle. Sehr schön. Und schon wieder ein Opal. Dich nehme ich noch mit, du passt so schön zu diesen, in dieses Gebiet hier rein. Perfekt. Na komm, die kann ich jetzt laufen. Schreck mich doch nicht so. Okay. Endlich, Monate der Mühe zahlen sich nun aus. Als ich erstmals entdeckte, dass dieser ungewöhnliche Nebel Rückstände hinterlässt, vermutete ich, dass sich eine Verwendung finden ließe. Ich habe entdeckt, dass ich, wenn ich genug davon von großen Blättern kratze und es mit reichlich Fischöl vermenge, daraus Brennstoff für eine Lampe herstellen kann, die so hell wie die Morgensonne scheint. Ein letzter Versuch noch, der hellste von allen. So, Schlüssel gibt's da hinten. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich würde sagen, der hat hier ziemlich viel abgefackelt beim Versuch. Okay, das war ja echt relativ einfach. Ja, das ging wohl in die Hose, Lampenmacher. Noch ein bisschen Kleidung. Tungstenwache. Okay. Gut, dann kommt den hier nehme ich noch mit. Dann ist der auch endlich weg. Na, Bob.
So. Fette Fächer. Ach da. Da habe ich mir überlegt, wo. Okay, so viel dazu. Mann. Reicht das? Wahrscheinlich nicht. Aber das Seil gibt es ja nicht umsonst. Läuft. Kaboom. Was haben wir denn hier? Lesen. Auszug aus der Geschichte des Nia der neuen Geißeln. Dann kam Nia zu den letzten seiner Schätze, dem Schild von Kolain. Er wusste, dass er nur Neid und Missgunst wecken würde, gäbe er ihn einem seiner Söhne. So prächtig war er. Also schloss er ihn weg mit Hilfe von 5 geschnitzten Figuren der Söhnen, den Söhnen des Nial. Ein jeder Schlüssel nutzlos ohne seine 4 Brüder. Er gab 4 von ihnen an seine Söhne, den ersten an Egorn, Prinz der Ines Egwen. Schöne Figur übrigens, finde ich. Artefakt der Uinael erhalten. So, dann haben wir wenigstens schon mal die Artefakte in Difnin. Myrhedar MacGeoghan, König Alechs Sohn von Eogan MacNeil, starb im Schlaf. Dann mache ich mit der Quest weiter. Ich bedanke mich fürs Schauen und bis dahin, bye bye.